und für die Musik. Auf der Coda war das Timing nicht tight. Los, nochmal. Och, Martina, ich kann nicht mehr. Mein Hals ist schon ganz trocken. Ja und? Dann trink halt eine Tasse Tee. Das geht nicht. Hä? Wieso nicht? Da, schau doch mal. Potzblitz. Hallo Leute, wie geht's? Was macht ihr? Kirchenlieder üben. Rumjammern. Aber ich kann nicht mehr. Ja gut, Till. Du hast schließlich die Wette mit Weihbischof Dabossa verloren. Oh, Menno, mein Hals ist ganz rau. Dann trink doch eine Tasse Tee. Geht nicht. Wieso nicht? Schau mal. Till, deine Tassen sind alle trocken. Ich weiß ja. Und aus trockenen Tassen kann man nicht trinken. Das wusste schon Immanuel Kant, obwohl er maßlos überschätzt wird. Na, du bist ja ein Spezialist. Zu deinem Glück habe ich eine Tassofix NT100C dabei. Tassofix NT100C? Ja, die Tassofix NT100C ist die bestgetestete nasse Tasse auf dem Markt. Mit selbstschwitzenden Feuchtigkeitsporen und semipermeablem Infinitank sorgt sie für andauernde Feuchte. Tee, Kaffee, sogar ausgewählte Fruchtsäfte kannst du jederzeit und ohne Sorgen trinken. Oh wow, Tassofix NT100C ist meine Rettung. Tassofix NT100C, ich trinke eine nasse Tasse Tee. Till, du glücklicher Bastard. Danke für meine nasse Tasse, danke für diesen schönen Tee. Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, euer Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns und oder gebt uns 5 Sterne oder mehr und setzt ein Like, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuseht. Wir würden uns sehr darüber freuen, auch über euer Feedback natürlich wie immer. Kommentiert auf WordPress oder YouTube oder wo ihr uns findet. Schön, dass ihr also dabei seid und ich sage Hallo Oliver. Hey Till, hallo Leute. Till, manchmal finde ich ja so Kleinigkeiten bei meinen Reisen durch dieses Internet, die ich dann wahnsinnig witzig finde. Ja, das habe ich noch nie erlebt. Ja, und sonst aber vermutlich niemand. Und ja, ich habe jetzt die Tage einen Artikel gelesen beim Webauftritt des Bistums Regensburg. Der heißt KLJW bei Bischof, Doppelpunkt. Fruchtbarer Austausch in Sorge um die Kirche. KLBJ, was ist das? Ja, so ähnlich. Es geht in dem Artikel darum, dass die katholische Landjugendbewegung nach... Okay, K... Die... Landjugend, LJAB, ja. Und die haben jetzt also nach hartem Nachdenken, vermutlich, in Anführungsstrichen mehrere Gründe erarbeitet, in Anführungsstrichen, warum wir in der Kirche bleiben. Ach, ah ja. Aber guck mal, sie scheinen schon ein Bedürfnis zu haben, sich zu rechtfertigen. Ja, und da sind sie auf was ganz Tolles gekommen. Und diese, in Anführungsstrichen, mehreren Gründe müssten sie jetzt unbedingt dem Bischof vorstellen. Ach, dem Bischof? Genau. Das ist ja lustig. Die gehen zum Bischof und sagen, ja, guck mal, warum wir ja nicht austreten. Ja, und okay. Ich musste darüber sehr lachen, als ich das gelesen habe. Kann aber sein, dass das sonst niemand lustig findet. Till, ja, ich schlage vor, ich trage dir jetzt mal die Gründe der KLJB vor und wir besprechen die dann quasi während des Vorstellens, okay? Landjugend, das sind also Leute, die nicht in der Großstadt wohnen, ist das richtig? Ja, genau. Die Wikipedia sagt, die katholische Landjugendbewegung Deutschlands, in Klammern KLJB, ist eine vorwiegend in den ländlichen Regionen Deutschlands tätige, katholisch geprägte Jugendorganisation. Mit rund 70.000 Mitgliedern zählt die KLJB zu den größten Jugendverbänden in Deutschland. Sie vernetzt sich mit politischen und kirchlichen Institutionen sowie anderen Verbänden und Organisationen und bringt sich in zahlreichen Plattformen als Experten für die Jugend im ländlichen Raum ein. Ihre Mitglieder sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren. Ah. So wie ich das so mache, ne? Ich will immer wissen, wie die Leute aussehen und google dann mal nach Fotos. Ne? Ah ja. Mhm. Und die Leute da sehen so aus. Das sieht aus wie bei der Jungen Union. Also, und jung sehen die auch nicht aus. Also, ja, okay, die tragen alle schwarze Anzüge. Einige haben leichtes Übergewicht. Sie sehen eher aus wie sehr konservative. Das sieht aus wie von der Jungen Union, finde ich. So.
Oder? Oder wieso Konfirmanden? So, aber für Konfirmanden sind die alle ein bisschen zu alt. Achso, das ist jetzt die rustikale Variante mit in der Kneipe und bei einem Bierchen, so mit zwei Musikanten. Aber voll holzgetäfelte Kneipe, ne? Holzgetäfelt. Manche von den KJLB-Menschen haben auch sogar schon eine Glatze. Okay. Jugendlich, würde ich sagen. Wenn du mal guckst, die haben also eine trachtenartige. Die haben so Westen, so Filzwesten, ja, so Lodenwesten. Genau, und im Hintergrund spielt jemand Instrumente. Genau, eine Quetschkommode und ein Sänger, ne, dazu. Mit genau, dem wenn das Foto 100 Jahre alt wäre, würde es auch keiner auffallen. Ja, in Schwarz-Weiß würde ich direkt sagen 1920. 1890. Gut, also so sehen die da aus. Aber so jugendlich wirklich sind die nicht eigentlich, finde ich. Entschuldigung, ihr Lieben. Ja, junge Erwachsene, was heißt das schon? Was heißt das schon? Also 14 sind die nicht so. Also, und hier, wenn du dich wieder beruhigt hast, geht es ja um die KLJB Regensburg. Die gehört zum Bistum Regensburg. Mhm. Und das Bistum Regensburg, sagt die Wikipedia, lateinisch Diocesis Ratisbonensis, ist eine römisch-katholische Diözese im Osten von Bayern und umfasst große Teile der Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern sowie kleinere Teile von Oberfranken und Oberbayern. Okay. Weißt du Bescheid? Hab ich mir gedacht. Jedenfalls gibt es da ungefähr 1,15 Millionen Leute. Nee, 1,15 Millionen Katholiken und das sind 65% der Einwohner dort. Boah, 65%. Jo, und sie haben ungefähr 1000 Priester, aber das war 2018. Vermutlich sind es dann wahrscheinlich eher so 600. Mhm. Keine Ahnung. Jedenfalls, der Chef da ist der Diözesanbischof. Das ist ja dann auch der Adressat der mehreren Gründe, warum wir in der Kirche bleiben, ist der Diözesanbischof Rudolf Voderholzer, Diplom-Theologe und Doktor Theologiae. Und damit du einschätzen kannst, wer das ist und ob du denen jetzt Respekt entgegenbringst, Till. Voderholzer, der Name fiel schon öfter bei uns, das sage ich dir. Ja, der kommt ab und zu mal vor. Und der hat mittlerweile auch einige Ehrentitel. Oh. Er ist zum Beispiel Großoffizier des päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Er gehört der Komturei Regensburg des päpstlichen Laienordens an. Ach, der ist auch noch gleichzeitig Profi und Laie. Ja, naja, er ist Mitglied des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande. 2019 wurde er zum Ehrenritter des Deutschen Ordens investiert. 2021 wurde er als Ehren... Entschuldigung, aber das ist ja wirklich, das hört sich an wie aus einem Fantasy-Brettspiel entnommen. Das sagst du jedes Mal an dieser Stelle, das ist ganz großartig. 2021 wurde er als Ehrenkonventualkaplan in den souveränen Malteser Ritterorden aufgenommen. Ist klar. Und 2018 wurde ihm der Bayerische Verdienstorden verliehen. Oh. Ist also ein ganz toller Mann, von dem du viel Respekt haben solltest. Ja. So, und das ist eben schon gesagt, Bischof Voderholzer gehört in der Deutschen Bischofskonferenz, in Klammern DBK, zu der, ja, wie soll man sagen, augenrollend konservativen Minderheitsfraktion, die Menschewiki. Und das ist ja die Gruppe um Kardinal Wölki, Schwaderlapp, Bischof Oster, aber zum Beispiel auch Bischof Voderholzer. Mhm. Und die sind natürlich spinnefeind mit der Mehrheitsfraktion um Bischof Betzing und Karl Marx. Kardinal Marx, das sind quasi die Bolschewiki in unserem Spiel. So, und die finden wahrscheinlich Atheisten und Freimaurer ganz schrecklich, aber schlimmer sind die jeweils anderen. Ja. So, aber eigentlich wollte ich ja bloß erzählen, dass die KLJB Regensburg und die mehreren Gründe, warum wir in der Kirche bleiben, ganz unbedingt persönlich dem Bischof vortragen mussten. Steht jetzt auf der Webseite des Bistums Regensburg. Wir haben mehrere Gründe gefunden, warum wir in der Kirche bleiben. Das hat Daniela Kirchmeier, Daniela Kirchmeier, die Vorsitzende der katholischen Landjugendbewegung in Klammern KLJB der Diözese Regensburg, während eines Besuchs bei Bischof Dr. Rudolf Voderholzer gesagt. Die Vorsitzende Kirchmeier trug die genannten Gründe vor, in der Kirche zu bleiben, die primär als Argumentationshilfe für Mitglieder der Ortsgruppen angelegt sind. Ah. Sie sehen sich wiederholt Anfragen an die Kirche gegenüber. Ausgesetzt. Gibt kein Verb. Aber ist egal. Aber das, ja. Und dann in Anführungsstrichen, in Klammern und in Anführungsstrichen, Mitglieder von Ortsgruppen der KLJB
sehen sich in Frage gestellt. Oh, ja. So, und jetzt lese ich die Gründe mal vor und du sagst dann was dazu. Mhm. Warum also bleiben? Erster Grund. Die KLJB Regensburg möchte die christlichen Feiertage vor Ort gestalten. Warte mal. Ich bleibe in der Kirche, weil ich möchte Feiertage gestalten. Was heißt denn das überhaupt? Wie gestaltet man denn Feiertage? Ist das, meinen die, wie die zu Hause begehen? Oder meinen die, wie alle anderen, die begehen müssen in der Republik oder was? Ich gestalte einen Feiertag, also ich mache mir ein Bierchen auf. Naja, vielleicht ist das nicht so, der Einstieg ist vielleicht nicht so der beste Grund. Ich will gucken mal, wie das ist. Das Argument, was da drunter liegt, so, ja, ich will halt drinbleiben, wenn ich mitmachen kann. Also wenn ich austrete, kann ich es ja nicht mehr bestimmen, wo die Reise hingeht. Na, man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht ist der nächste Grund besser und besser verständlich. Zweiter Grund. Der Glaube wird in den Gemeinden wirklich. Der Glaube wird in den Gemeinden wirklich. Wirklich. Weil außerhalb der Gemeinde ist er unwirklich. Ich weiß nicht. Ah ja, egal. Also, ja, unwirklich. Der Glaube ist ja auch nur ein Glaube. Er kann ja nicht wirklich. Also an dieser Stelle stelle ich mir vor, ist der Bischof begeistert, dass er sich eine Stunde Zeit genommen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf so einem Ding basiert, was die immer im Religionsunterricht lernen, dass halt die Gemeinde so der Zellort ist und dass der Gott da manifestiert, sich in der Gemeinde. Und da wird der Geist spürbar und da... Das ist auch in solchen manchen so Freikirchen, wo die dann so in Trance geraten und da wird Gott leibhaftig und erfahrbar und spürbar für alle. Vielleicht meinen die da sowas. Vielleicht meinen sie das. Hm. Steht da aber nicht. Nee. Aber egal. Der dritte Grund. Die KLJB sieht sich verbunden durch die christlichen Werte wie die Liebe. Ich bleibe in der Kirche, weil ich mich durch die anderen Mitglieder Werte verbunden sehe, wie die Liebe. Genau. Und außerhalb der Kirche gibt es halt keine Liebe. Ist ja völlig klar, das haben die Christen erst erfunden. Das außerhalb der Kirche gibt es völlig andere Werte, mit denen man sich nicht verbunden sieht. Ja, muss so sein. Also das überzeugt mich jetzt doch. Ne? Vierter Grund. Gerade das überzeugt mich bis jetzt am wenigsten. Achso. Vierter Grund. Vielleicht überzeugt uns das beide. Auch sei der Glaube als solcher wichtiger als Kritik an und Enttäuschung wegen der Kirche. Ja, und der Glaube ist also wichtiger als Kritik an der Kirche. Ja, und deswegen bleibe ich jetzt in der Kirche. Ja, das ist halt eine Priorisierung. Deshalb müsste sie jetzt ja eigentlich sagen, deshalb glaube ich. Tut sie aber nicht. Sie sagt es unmöglich, das ist falsch rum, ne, eigentlich. Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Ich mag Pizza lieber als, I don't know, Erbsensuppe. Darum esse ich Erbsensuppe. Ja, warum trete ich nicht aus? Weil ich lieber drin bleibe. Ach so. Weil der Glaube als solcher wichtiger als Kritik an und Enttäuschung wegen der Kirche. Ja, die setzen einfach eine Priorität. Die sagen, ja, du kannst so viel kritisieren, wie du willst, aber mir ist es wichtiger, einfach drin zu bleiben. Warum bleibst du drin? Weil ich drin bleibe. Nee, das sagt sie ja nicht. Sie sagt ja, weil der Glaube wichtig ist. Das hängt ja eigentlich nicht zusammen. Ist aber egal. Ich glaube, dass sie meint das Gleiche damit. Wenn du glaubst, musst du in der Kirche. Ja, ja. Das kann sein, dass sie das meint. Das steht da aber nicht. Das steht da nicht. Das steht da allerdings nicht. Das stimmt. Fünfter Grund. Also dieser Satz, kein Verb, schon wieder. Nicht zuletzt, sei die Kirche ein Ort, an dem sich junge Leute in Anführungsstrichen ausprobieren können. Oh nein. Oh nein. Oh. Also okay. Man hat irgendwie eine Idee, was sie meinen könnte, aber das ist ja sehr, 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 sehr unglücklich formuliert. Also wenn man es wohlwollend sieht, ne? Oh. Ich weiß auch nicht mal genau, was sie meinen. Was, knutschen im Fahrfest oder was? Nee, ich glaube, das genau meint sie nicht. Ich glaube, was sie meint, ist so ein bisschen, ja, so Teenager-Gespräche über die Welt und den Sinn des Lebens führen am Lagerfeuer mit ein bisschen, weiß ich auch nicht, mit ein bisschen Bierchen im Kopf und dann so pseudophilosophisch und dann kann man probieren. Und, aber mit Knutschen schon. Ja, aber. Aber ich weiß nicht, vielleicht meint sie das auch nicht. Was sich ausprobieren, also. Ja, also das hätte ich jetzt so verstanden, ne? Aber vielleicht bin ich ja auch einfach ein schmutziger Alter. Ein Lüstling. Mann. Du bist ein Lüstling. Ja. So, ich habe noch einen Grund. Der sechste Grund. Ja. Der Glaube selbst sei es, der ermutigt, zu reflektieren und neue Perspektiven einzunehmen. Was hat das jetzt mit der Mitgliedschaft in der Kirche zu tun? Auch wenn es gar nicht stimmt, aber sagen wir mal, es würde stimmen. Boah, ich weiß eigentlich gar nichts. Aber Vorsitzende Kirchmeier bestimmt, wir wollen, dass alle ihren Glauben bei uns leben können. Können, ja. Ja, also das waren jetzt die mehreren Gründe, die... Das ist ja extrem schwach. Da muss der Bischof ja gesagt haben, ja, vielen Dank, ich leg's mal in die Schublade zu den anderen Gedichten. Ja, das frage ich mich halt auch. Was denkt der Bischof da? Ich dachte, ich muss hier Sachen vertuschen. Ich habe keine Zeit für sowas. Ja. Und die Sekretärin sagt, ja, ich kopiere es schnell. Dann ist es im Internet gelandet, okay.
Sowas sagt ja auch was über den inneren Zustand der Kirche aus. Das ist ja ganz interessant, ne? Zumindest auf Bistumsebene. Mhm. Und eine wichtige, für die wichtige Organisation. Das ist ja so, das kann man sich ja, das hätte ich jetzt auch alles mit so Benny Hill Musik im Hintergrund vorlesen können. Das ist wie so ein krakeliges, selbstgemaltes Bild. Das ist ganz nett, dass sie das gemacht haben, aber stell ich es mir auf meine erste Homepage so? Wahrscheinlich nicht. Dafür reicht es, dann ist es doch vielleicht ein bisschen zu fad, ja. zu wenig knackig. Der Artikel geht auch noch weiter. Da schreibt die, also die, das, die vermutlich die Pressestelle der Uni, Pressestellung des Bistums Regensburg, überhaupt wurde gefordert, vermutlich meine ich, das steht da nicht, aber vermutlich durch die KLJB, überhaupt wurde gefordert, den Missbrauch, in Anführungsstrichen, aufzuklären. Warte mal, was war jetzt in Anführungsstrichen, Missbrauch oder aufklären? Der Missbrauch. Ach, der Missbrauch, der war gar kein echter Missbrauch, der wird nur so genannt. Wenn du das in Anführungsstriche setzt, dann heißt das, das wird so genannt, muss aber unbedingt nicht das sein. Ja, das ist auch der Moment, wo der Bischof dann austickt, hier in dem Artikel. Wobei gerade diese in Anführungsstrichen Forderung Bischof Dr. Voderholzer allerdings veranlasste. Also gerade diese Forderung veranlasste ihn allerdings. Allerdings veranlasste, mit klaren Worten darauf hinzuweisen, dass in Anführungsstrichen wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Allgemeine Verdächtigungen werde er, der Bischof, nicht zulassen, zumal nicht gegenüber den Pfarrern. Innerhalb der Kirche und über sie hinaus sollte unbedingt bekannt gemacht werden, dass sehr viel an Prävention in der Kirche, viel mehr als in anderen Institutionen, passiert sei. Ach du liebe Zeit, das ist ja alles falsch und das hört sich an wie so ein römischer Kaiser, der Riesenprobleme hat, irgendein Problem zu lösen und das nicht hinkriegt und dann sagt er, lasst verkünden, das Problem ist gelöst und alle wissen, dass es nicht so ist. Es muss verkündet werden, steht doch da. Ja, haben wir ja erst gerade erledigt. Ja. So, dann geht's weiter. Diözesanseelsorger P. Christian Liebenstein, SDB. SDB sind, glaube ich, die Salutaner. Weiß ich nicht. Also ist der in irgendeinem Orden. Diözesanseelsorger P. Christian Liebenstein, SDB, fand an dieser Stelle des Gesprächs, der meinte jetzt, jetzt müssen wir mal reingrätschen, sonst tickt der Bischof aus, dann angemessen weiterführende Worte. Angemessen weiterführend ist ein Wort mit einem Bindestrich verbunden. Die sind also nicht angemessen weiterführend, sondern die sind angemessen und weiterführend. Mhm. Falls jemand da draußen sich fragt, wie geil diese Pressestelle ist. Ja. Also fand er jedenfalls an dieser Stelle des Gesprächs dann angemessen weiterführende Worte, als er seiner Einschätzung Ausdruck gab, Doppelpunkt. Die Kirche ist an ihrem Umkehrprozess weiter als bisher wahrgenommen. Ja, da muss ich sagen, ja, habe ich in der Tat bisher nicht wahrgenommen. Habe ich auch nicht wahrgenommen. Umkehrprozess. Wie kann man denn an einem gewissen Punkt von einem Umkehrprozess ankommen, wenn es überhaupt gar keinen Umkehrprozess gibt, sondern der Papst aus Rom immer nur sagt, nein, nein, wir machen das weiter wie bisher, wir machen weiter wie bisher. Wo ist denn da die Umkehr? Was für eine Umkehr denn? Ja, die Frage ist, ob die Jugendlichen das glauben. Wie gehirngewaschen sind die schon? Das wäre jetzt eine interessante Frage. Ganz aufgegeben haben sie nicht, denn dann geht der Artikel weiter. Ein deutlicher Austausch fand sodann, beste Pressestelle, ja, ein deutlicher Austausch fand sodann zum Thema homosexuelle Beziehungen mit Blick auf die Kirche statt. Hä, aber darüber haben diese Jugendlichen noch gar nichts gesagt. Ja, aber jetzt. Hier lauteten Anfragen der KLJB-Verantwortlichen, wie mit Menschen in der Kirche konkret umzugehen sei, die, in Anführungsstrichen, so fühlen. Diese Anführungsstriche, also das ist ja wirklich eine tolle Pressestelle. Bischof Rudolf Voderholzer zeigte sich geduldig engagiert, also wieder mit Bindestrich. Er ist nicht etwa engagiert und das macht er geduldig, sondern er ist gleichzeitig geduldig und engagiert. Das ist ein Ding. Bischof Rudolf Voderholzer zeigte, oder also vielleicht hat er das auch selber geschrieben. Geduldig engagiert. Bischof Rudolf Voderholzer zeigte geduldig engagiert wesentliche Argumentationslinien auf, die Haltung der Kirche stützen und gab vor allem anthropologische und schlicht menschliche Argumente, denen, wie sich zeigte, argumentativ nicht leicht beizukommen war. Also der hat sowas Tolles gesagt, dass man das nicht aushebeln kann. Nee. Und ich wüsste jetzt natürlich gern, was das hat er für Argumente gesagt? Waren. Ja. Steht da aber nicht. Oh. Ist vielleicht auch besser so. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich schon lese aus anthropologischer Sicht, dann habe ich ja die schlimmsten Vermutungen, was dann kommt. Ne? Ja, und wenn das, ja, und schlicht menschlich ist dann auch bestimmt ja. total unmenschlich. Also ja. So wie die halt sind. Ja. Naja, jedenfalls, der Artikel endet.
Im Anschluss überreicht der Vorsitzende, also was sie auch nicht gerne haben, ist Artikel. Also bestimmte Artikel mögen die einfach nicht. In die Pressestelle vom Bistum. Ja, okay. Mhm. Regensburg. Im Anschluss überreichte Vorsitzende Kirchmeier dem Bischof einen Korb mit leckeren Speisen, in Klammern Wurst, Honig. Und nicht dein Ernst. Bischof Vollholzer sagte, dein Ernst. Ich lasse nichts auf die Verbände kommen, die das kirchliche Leben tragen. Die diese Wurst gezogen hat. Das Bild ist ja das Allerbeste. Ein junges, blondes Mädchen im Blümchenkleid und der alte Bischofsmann im schwarzen Frack hält in der Hand eine riesige Wurst. Und die lächeln sich an und in die Kamera. Oh, ist das schön. Wow, ja, die sind sehr stolz auf ihre gemeinsame Wurst, die sie da aus der Taufe gehoben haben. Als ob das ein April-Scherz wäre. Das gibt's doch nicht. Das könnt ihr doch nicht auf ihrer Webseite selber veröffentlichen. Das wäre für die Heute-Show. Denen würde ich so eine Fotomontage zutrauen. Weißt du, wo so zwei wichtige Menschen und die haben dann so eine Wurst in der Mitte. Ja. Ja, sehr schön. Ja, also da hat die Vorsitzende einer kirchlichen Organisation mit ihrem Team hart nachgedacht, warum sie eigentlich noch in der Kirche sind. Und wir wissen jetzt nicht, war das ein dreitägiger Workshop? Oder eher ein Bier beim Stammtisch? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und das ist das Ergebnis. Wir möchten die christlichen Feiertage vor Ort gestalten. Mhm. Also was sagt uns das über den Zustand der Kirche? Eieiei. Also wenn ich die Pressestelle gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, ja, das veröffentliche ich, wenn es passt. Und das hätte ich dann einfach nie gemacht. So, wenn sie unter den Tisch kehren. So, danke, danke, das ist super, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt. Das bringen wir dann mal, wenn eine richtig gute Gelegenheit ist und dann einfach das vergessen. Ich hätte mich nie getraut, das so dahin zu schreiben. Das ist peinlich. Also, ich bin jetzt ein Fan von der Pressestelle. Hochnot, ich lese peinlich. Das jetzt öfter. Ja, okay. Also, es kann sein, dass sie einfach dumm sind und denken, das ist irgendwie gut. Vielleicht wollten sie auch mal was anderes machen als, ja, wir haben schon wieder einen Pfarrer erwischt. Ja. Kann ja auch sein. Ne? Und dann kommt halt, jetzt kommen die jungen Leute, die sind auch total fesch. Ne? Mhm. Die haben große Würste. Die bringen welche, wenigstens welche mit, sagen wir mal so. Ja. Und wieder geht eine Folge von Man glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns mögt, erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns 5 oder mehr Sterne auf allen Plattformen, wo ihr uns zuhört oder zuseht. Oder auch nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.